Und der Packesel ist so voll beladen wie noch nie. Guten Morgen, ich bin wieder unterwegs. Ich bin immer noch in Aschaffenburg, hier starte ich gerade. Es geht weiter direkt am Main entlang. Und ja, mein Ziel für heute kenne ich noch nicht ganz genau. Also irgendwas hinter Miltenberg wahrscheinlich. Vielleicht komme ich sogar bis Wertheim. Werde ich halt sehen, auch vom Wetter abhängig machen. Es soll am Nachmittag wieder regnen. Ja, und Campingplätze gibt es unterwegs genug, habe ich schon gesehen. Jetzt geht's erstmal rüber über den Main. Heute ist so ein guter Tag. Ja, 22 Grad, Sonnenschein. Meine Laune ist richtig gut. Ja, ich war ja bei Philipp. Musste also nicht mein Zelt aufschlagen. Dementsprechend gibt es auch heute keinen PCR-Test, also keinen Patricks Campingplätze-Test für Radreisende. Sondern ja, Philipp ist außer Konkurrenz, sage ich mal. Vielen Dank dafür. Ja, und meine Frau hat mir ein Versorgungspaket zugeschickt zum Philipp. Deswegen bin ich heute auch relativ spät gestartet. Ich hatte ganz viel Mühe, alles in meine Packtaschen unterzukriegen. Ja. Essen habe ich jetzt erstmal genug und der Packesel ist so voll beladen wie noch nie. Deswegen bin ich froh, dass es auch heute nicht so viele Höhenmeter geben wird, sondern alles relativ flach sein wird. Ja, bergauf mit so viel Gepäck, das wäre anstrengend. Ja, wir sind halt solche Schnäppchenfüchse, kaufen immer gerne ein, wenn es was im Angebot gibt. Und ja, meine Frau musste mir sowieso was nachschicken, eine Hose. Dementsprechend haben wir das gleich ausgenutzt und hat sie mir gleich mehr mitgeschickt. Ein paar Sachen gehen noch zurück. Also ich hatte noch so Karabiner, so Kleinkramzeug, was eigentlich vom Solarpanel war. Das hatte ich vergessen gehabt, Julia mitzugeben. Das geht jetzt zurück und was auch zurückgeht, ist meine ASOS-Hose. Ja, so schön sie auch trocknet oder wie schnell sie auch trocknet, so angenehm wie sie zu tragen ist. Ja, das Polster ist einfach nicht so für meinen Hintern gedacht. Da bin ich viel zufriedener mit der Gonzo-Hose. Deswegen hat mir meine Frau dann eine Gonzo-Hose noch zusätzlich zugeschickt. Jetzt habe ich dann halt zwei von den, sag ich mal, Pampers-Hosen, also die mit Polster. So kann ich dann immer eine waschen, die andere tragen. Dann passt das, ja. Och, und generell ist meine Laune einfach richtig gut. Der Abend mit Philipp war toll. Auch der Tag davor am Campingplatz in Maraue, also Campingplatz Maraue in Wiesbaden oder Mainz, wo ich mich mit so vielen Radreisen unterhalten habe. Das tat einfach mal wieder gut, schöne Gesellschaft zu haben und nicht immer so allein unterwegs zu sein und ja, nur mit der Kamera zu reden. Jetzt ist es 10.45 Uhr, 10 Kilometer habe ich schon gemacht. Ja, nach Miltenberg sind es noch 40 Kilometer. Ja, ich glaube, das geht dann noch ein Stückchen weiter. So wenig werde ich dann doch nicht fahren. Ach, herrlich gerade. Mir fehlen gerade die Worte, so toll ist es gerade. Vor lauter Quatschen und Träumen habe ich wohl vergessen abzubiegen. Aber die Richtung passt zumindest. Mein Track sagt, ich hätte 200 Meter weiter rechts jetzt hier parallel fahren müssen. Aber hier ist auch schön, die Richtung stimmt. Also, ja, was soll's.
Wunderschön. Ah, und es geht so toll weiter. Ich habe mir bei der Metzgerei einen LKW gekauft. Also ein Leberkäsweckle. Oder ein Brötchen mit Leberkäse. Oder eine Schrippe mit Leberkäse. Kann man ja nennen, wie man möchte. Ja, und es war richtig lecker. Und für später habe ich mir noch ein zweites Frühstück auch beim Bäcker geholt. Dann. Da gibt es dann wieder was Belegtes. Jetzt muss ich mal kurz auf die Schilder gucken. Ja, hier ist richtig. So. Ich habe schon 16 Kilometer habe ich jetzt schon gemacht. Und ja, es rollt sich einfach richtig gut. Der Radweg perfekt asphaltiert, schön breit. Und auch die Gegend selbst, also Aschaffenburg beispielsweise, hat richtig breite Radwege. Und auch einige Straßen innerhalb der Stadt sind als Fahrradstraße deklariert und nur für Anlieger freigegeben, für Autos. Also so wie man es sich für Radfahrer wünscht, richtig gut. Ich hoffe, es bleibt so schön heute. Bei dem tollen Ausblick ist dann erstmal Zeit für ein zweites Frühstück. Also, guten Appetit! Ja, und da sieht man mal auch die typische Radfahrerbräune. Der Arm ist braun und die Hand ist käseweiß. Just a dream, just all in my head. Floating rivers upstream, the things that you said. Tell me I'm beyond it. Ja, das war hier die Römerbaumallee in Obernburg, hieß glaube ich der Ort. Leider sind da noch nicht so viele Früchte dran. Aber naja, es ist ja gerade erst Anfang August und bis Ende September finde ich bestimmt noch das eine oder andere reife Obst am Baum. Nein, das ist nicht der Main. Der fließt da hinten. Die Turmuhr schlägt 12. Oder der Glockenturm. Wie auch immer der Ort hier heißt, schön ist er. Ja, die Sonne scheint. Und es nieselt. Aber das ist schön angenehm. Eine schöne Abkühlung. They say time is a healer. Just you wait and see. Ist das Kunst oder kann das weg? Jetzt kenne ich auch den Namen hier. Das ist die Stadt Wörth am Main. Und auf der Stadtmauer wurden Häuser errichtet. Honest,
da geht's jetzt über die Brücke rüber auf die andere Uferseite. Der Ort auf der anderen Uferseite ist Klingenberg. Uhr ist es jetzt, 38 Kilometer habe ich geschafft, noch ungefähr 8 oder 10 sind bis nach Miltenberg. Ich genieße es einfach hier, mir Zeit zu lassen und einfach die Landschaft zu genießen. Erholungsort Großheubach. Skulpturen von Johannes Nepomuk zieren oft die Brücken hier in Süddeutschland. Nepomuk gilt als Brückenheiliger. Jetzt geht's durch Miltenberg. Miltenberg ist malerisch eingebettet zwischen den Hügeln von Spessart und Odenwald. Miltenberg ist außerdem auch bayerischer Genussort und mit seinem mittelalterlichen Fachwerk, dem weltberühmten Schnatterloch sowie der ältesten Fürstenherberge Deutschlands, gleichzeitig lebendige Gegenwart und Geschichte pur. Jetzt aber genug der Historie, ich radel einfach durch die Altstadt durch. Miltenberg habe ich jetzt verlassen. Ja, wunderschöne Altstadt. Da lohnt es sich auf alle Fälle, mal das Fahrrad durchzuschieben und mal durchzuschlendern. Ja, und für mich geht es jetzt weiter in Richtung Wertheim. Da oben stand es dran. 32 Kilometer bis nach Wertheim. Oben steht's geschrieben, Genussradeln auf der Paradestrecke. Genau das ist es. Ja, hier sieht man, ich bin heute in Aschaffenburg gestartet und bin dann flussaufwärts gefahren, also erstmal Richtung Süden bis nach Miltenberg. Und jetzt geht's für mich weiter Richtung Osten bis nach Wertheim ungefähr. Dann werde ich schauen, ob ich entweder kurz vor Wertheim oder nach Wertheim einen Campingplatz nehme. Und danach geht's dann nicht mehr auf dem Mainradweg weiter, sondern auf einem anderen. Mal gucken, wer es errät, welcher Radweg es sein wird. Ist, glaube ich, kein Geheimnis, welchen Radweg es weitergeht. Also morgen geht es dann für mich auf dem lieblichen Taubertal weiter. Hier in Freudenberg geht es dann gleich wieder auf die andere Flussseite. Thank you.
Bei diesen stattlichen Kühen musste ich einfach anhalten. Ein Freund des Bauers war gerade dabei, die Kühe mit übrig gebliebenen Brötchen zu füttern. Ich war erstaunt, wie groß und muskulös sie sind. Er erzählte mir, dass es daran liegt, dass die Kühe das ganze Jahr über draußen gehalten werden. Trotz der Stattlichkeit sehen sie eigentlich sehr friedfertig aus, aber wehe, es geht ums Essen. Dann kennen sie keinen Spaß. Der Wetterbericht hat heute gesagt, ab mittags Regen. Ich gucke mal kurz nach vorne. Ja, sieht definitiv nach Regen aus. Da hat sich der Wetterbericht zum Glück geirrt. Bei mir ist es jetzt 3:45 und ja, ich steuere jetzt gerade einen Campingplatz an. Entweder einen vor Wertheim oder einen nach Wertheim. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich dann ohne Ankündigung vorbeikomme. Ich habe beide Campingplätze mehrfach versucht anzurufen. Da ging keiner ran. Ja, jetzt versuche ich es einfach mal bei dem ersten vor Wertheim und schaue, ob es auch ohne Anmeldung oder ohne telefonische Ankündigung klappt. So, ich bin gut angekommen hier am Zeltplatz. Das Zelt steht, ich bin geduscht. Die Wäsche hängt auch schon draußen oder teilweise auch schon wieder im Zelt. Ich wollte gerade anfangen zu kochen, dann kam hier gerade eine Meldung am Platz. Unwetterwarnung, Gewitter annähernd. Am angrenzenden Schwimmbad sollen alle Leute das Schwimmbad verlassen. Ja, das Regenradar sagt das Gleiche. Also kommt der Regen heute wohl doch noch. Dann werde ich gleich wahrscheinlich dann im Vorzelt kochen, wobei, ob es Kochen ist, es sei eh mal dahingestellt. Knorrpackung auf, Wasser rein, aufkochen. Ist noch nicht Kochen, würde ich sagen, aber ich werde es verfeinern mit Basilikum und Oregano und dann nenne ich es einfach mal Kochen. Also, jetzt geht's los. Gekocht wird jetzt wahrscheinlich dann im Zelt. Jetzt habe ich die Anleitung schon weggepackt. Ich habe nur auf Aufgabe 1 gelesen, einrühren. Das zweite wird bestimmt aufkochen sein, wa? Wahrscheinlich. Normalerweise schon, wenn du einrühren musst. Ja, im Hintergrund gewittert es, aber regnen tut es noch nicht. Deswegen bin ich immer noch vorm Zelt. Ich habe fertig gekocht. Bei mir gibt es jetzt noch so ein Schwarzwaldsprudel, so ein Vitamingetränk mit Orange, Zitrone und Karotte. Schmeckt richtig gut, also heute mal kein Radler. Ich fand den Mainradweg heute sogar noch besser als gestern. Ich bin heute ca. 80 Kilometer gefahren, also von Aschaffenburg bis jetzt kurz vor Wertheim. Alles toll, rollt sich gut, kann ich nur empfehlen. Und ja, der Regen kam heute dann doch nicht. Es sollte ja den ganzen Tag regnen. Ich hatte nur Sprühregen, das bei 25 Grad, also der Regen war da sehr angenehm. Und morgen will ich dann auf den lieblichen Taubertalradweg wechseln. Es soll morgen wieder den ganzen Tag regnen, aber ich warte einfach mal ab, ob der Wetterbericht nicht wieder falsch ist. Also ich gehe stark davon aus, dass ich trotzdem fahre und keinen Pausentag einlege. Ich hoffe, du hattest genauso viel Freude am Mainradweg wie ich.
Und ich werde es mir jetzt gut gehen lassen, werde meine Nudeln essen. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen hoch da. Gerne auch ein Abo. Und wenn du Fragen hast, schreib es gerne in die Kommentare. Dann bin ich sicher, werde ich dir gut antworten können.